Hans-Georg Maaßen, Sie haben jetzt zwei, dreimal ganz leidenschaftlich von der sozialistischen Bundesregierung gesprochen. Ja, aber im Grunde, Sie haben eben auch ein Beispiel zitiert von einem CDU-Ministerpräsidenten. Wo ist eigentlich der Unterschied in der ganzen Flüchtlingsproblematik zwischen den beiden ehemals großen Volksparteien? Wie viele Tage habe ich Bedenkzeit? Nein, es ist für mich leider muss ich sagen, es ist kein so großer Unterschied, weil die Politik, die ich jetzt dieser Bundesregierung vorwerfe, auch schon unter Merkel vorgezeichnet wurde. Es ist im Grunde eine Fortsetzung dieser Politik. Allerdings, ich sage mal, mit dem Turbolader, das ist schlimmer noch, als es unter Angela Merkel war. Und ich glaube, dass viele in der CDU, da denke ich an die Funktionäre, einfach gar nicht den Schuss gehört haben und gar nicht begriffen haben, was hier stattfindet. Und in Teilen vielleicht es auch wollen, diese Politik von Rot-Grün und von Angela Merkel.